So, willkommen zurück zu einer neuen Runde von Minecraft Tale of Kingdoms mit eurem Buckle. Und zwar stehe ich hier in meiner Stadt, nämlich mit dem DokuCraft, ich glaube, High Edition. Vorher habe ich immer Light Edition, jetzt habe ich mal die High Edition, demnächst mache ich mal die Dark Edition. Dark! So, hier draußen sieht man meine Farm. Ich habe mir gedacht, ich mache einen kleinen Stadtrundgang. Da oben sieht man meine Sommerresidenz, die noch nicht ganz fertig ist, die wird noch ein bisschen verbessert. Eventuell kommt da irgendwie so ein Schacht so nach ganz und bis tief unter die Erde. Tief unter der Wüste, Grobi. Nein, tief unter der Wüstenerde. Und dieses kleine Mini-Huhn versuche ich jetzt mal in das Gatter zu schieben. Und wenn das Huhn mir nicht unbedingt jetzt wegläuft, wie von stirbt. Lalala. Gibt ja noch mehr als genug andere Hühner da drin. So, da habe ich da die Schafe, dann habe ich da die Schweine. Du stirbst jetzt auch erstmal. So. Das wird noch verbessert, das Castle. Das sieht jetzt nämlich auch ein bisschen langweilig öge und dröge und alles aus. Habe ich eigentlich. Nein, habe ich nicht. Nein, ich habe keinen Stroh dabei. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte einen kleinen Stadtrundgang machen. Da jetzt Tale of Kingdoms immer noch geupdatet wird und der Mod-Ersteller auch noch gar nicht weiß, wann das genau passieren wird. Da unten geht es übrigens zu Dingsbums. Zu Dingsbums. Nein, zu meiner Rohstoffabbauversuchshöhle mit Dorfbewohnern. Aber ich glaube, die werden sowieso schon lange, lange, lange tot da unten. Oder zumindest ohne Spitzhacken versuchen so unten sich gegenseitig irgendwie sich zu vermehren. Wir fangen ja an. Jeweils Tale of Kings. Das ist eine voll ausgebaute Stadt hier. Zumindest aktuell mit dem T3. Ich finde das hier sehr schön hier, dass man diese Blumenkästen hier gemacht hat mit diesen Trapdoors. Und dieser schöne blaue mit der fehlenden Leiter. Egal. Oh, hier stehen ja Dings. Da steht ja ein Crafting Table. Weil das ist das Standard Small House. Was ich sehr nice finde, ist allerdings nur schade, dass irgendwie die Treppe da drin fehlt, beziehungsweise die Leiter, womit man nach oben kommen kann. Wie man hier sieht, hat der Ersteller sich jede Menge Gedanken gemacht. Sogar hier diese Dungeon Stones sind hier drin, oder Moss Stones heißen die, genau. Dann haben wir hier, gehen wir ein Haus weiter. Da übrigens noch zwei Small Häuser. Das ist ein smalles Haus. Und dann schaue ich direkt in das nächste, in das Big House. Großer Haus hier mit einem leeren Ding da oben. So. Guten Tag, ich bin euer König und deswegen habe ich das Recht, hier zu sein. Hier sehen wir auch den Standard-Tisch und Standardstühle. Im nächsten Patch gibt es übrigens hier die auf dem Kopf stehen. Das ist, glaube ich, unfassbare dekorative Möglichkeiten. Dann kann man hier einen Steg nach oben gehen. Und so sieht das Ganze nämlich aus. So, da kann man sich gerne. Ich finde die Betten so geil. Gerne Inspiration holen für seine eigenen Häuser. Weil ich finde das schon echt verdammt schick gemacht. Also ich bin bisher nie auf die Idee gekommen, das hier so zu verwursten. Und könnte ich einfach sich mal auf die Idee kommen. Hallo, schwarzer Mann. Hallo, Black Man. Aber diese Betten sind so scharf, dass ja keine normalen Betten drin stehen. Nein, es steht ja so ein Steinbett, sage ich einfach mal, hier drin. Unfassbar. Und warum ist die Musik gerade so komisch im Moment? Falsch. Moment. Baktugame. So, und dann gehen wir mal hier wieder runter. Hier wieder runter. Guten Tag, ich bin der König und verlasse jetzt dieses Anwesen. Dann haben wir hier noch so einen Convenience Store, würde ich einfach mal sagen. Der auch ganz schick ausgebaut ist. Da kann man verschiedene Sachen kaufen, nämlich Shops, nämlich hier von Painting über Science, über Gunpowder, über Wasser, über Leder, über eine Uhr, die Uhr, Eier, Kompass, ganz viele Musikdisketten, nämlich alle, glaube ich. Naga Scale, das ist ja ganz was Neues. Naga Scale. Naga Scale. Hier höre ich auch immer Zombies. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil tief unter der Erde Zombies ihr Unwesen treiben. Und ich das trotzdem jetzt schon höre, weil der Sound so hochgestellt ist. Aber naja. Ich habe schon in einer der letzten, von vielen, vielen Folgen habe ich rausgefunden, dass unter meiner Stadt eine riesige Höhle ist. Dann haben wir hier den Blacksmiths, auch Shop quasi. Wo man eigentlich alles, was man Ausrüstungsteilen braucht, wie über Pfeile und Iron, Stone, Diamond, Tools, alles haben kann, was man haben will.
Und Ja, sehr schick. Dann gucke ich mal hier in den Stock Market rein. Der Stock Market, upsala. Hier haben wir eine Stock Market, da habe ich auch schon rausgefunden, dass er einen scharfen Keller hat. Ich will nicht wissen, was der Stock Market Typ damit macht. Hier haben wir die roten Balken, je mehr der roten Balken nach rechts sind, umso teurer ist das Ganze. Das heißt, Clay ist gerade sehr günstig. Diamonds ist auch gerade verhältnismäßig günstig und Ruhrfisch ebenfalls. Im Moment kostet halt Strings und Feather am meisten. Flints kosten auch 11 Gold, hahaha. Für Flints jedoch dann relativ viel. Egg shit. Und diese Preise ändern sich mit jedem neuen Minecraft-Tag. Hat er immer noch sein Schaf hier? Ja, er hat immer noch sein Schaf im Bett. Ich will nicht wissen, was der damit macht. Ich will nicht wissen, lalala, nicht wissen. Moment. Achso, das ist hier sowieso immer offen. So. Zack, Türe zu. Hier, diesen wunderschönen gebauten Abstieg ist einfach herrlich. Es ist herrlich. Es ist herrlich gemacht. Seien wir doch mal ehrlich. Seien wir doch mal ehrlich, es ist herrlich gemacht. So, dann haben wir hier den Block Market. Der Block Store Block Market, könnte man sagen. Lieber hier die Treppe rauf. Schönen guten Tag. Guten Tag, alter Mann. Dann haben wir hier. Kann man alles als Block quasi kaufen. Gold, Eisen, Kohle und Glas und Wood und alles, Bricks, TNT. Hier übrigens ist das Wood. Der Stone hier ist nicht der normale Cobblestone, das ist der Clean Stone. Ist drauf zu achten. Aber Wood, das ist das ganz normale Wood, das hat mir auch vor vielen Folgen viel Arbeit erspart, nämlich ganze Wälder abzuholzen. Obsidian kann man ja auch bauen, kaufen. Und auch diesen Mossstone und Bookshelf und TNT und Torches und was weiß der Gummigeier noch. Der Gummigeier. Genau, der Gummigeier. Was ist eigentlich dieser mysteriöse Gummigeier? Dann haben wir hier noch... Ach, natürlich. Jetzt weiß ich, wo die herkommen. Aus der Twilight Forest Mod, die ich auch installiert habe, gibt es jetzt auch hier Dragon Eggs und Firefly, Zikaden, diese Mangrovenblätter und was immer Maystones sind. Da kommen sie doch her. Da kommen sie her. Jetzt weiß ich, wo wir herkommen. Jetzt wissen wir, wo sie herkommen. So. Für den interessierten Herrn gibt es ja auch noch verschiedene Fornazen. Dann hier oben. Lapis Lazuli Block ist das, müsste das glaube ich sein. Hier auch der Nether. Der Nether Block. Ah, der Nether Block. Oh, das ist aber eine Aussicht. Wenn ich da jetzt runterspringe, haha. Ah, dann tut das ganz schön weh. Deswegen mache ich das auch nicht. So, nein, wir gehen hier wieder runter. Wie zivilisierte Minecraft-Spieler. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Und schauen uns den nächsten, das nächste Ding an. Hier haben wir nämlich auch wieder was. Hier haben wir hier nämlich Kuchen. Kuchen. Wollte ich den Block Market machen oder wollte ich den... Ach komm, mach mal den auf der Seite. Ist das letzte Gebäude auf der Seite fast. Ist das letzte Gebäude auf der Seite fast. Die Kaserne. Wo auch noch nicht vor allzu langer Zeit hier eine Menge Holz los war. Eine Menge los war. Hier können wir unsere Stadtwachen holen. Nämlich Ritter, Bogenschützen. Und alle Defender, die irgendwo auf der irgendwo sonst wo rumkreuchen, kann man hier wieder jetzt hier hoch hier zurückholen. Und diese Knights und Archers, die leveln auch mit der Zeit. Das heißt, je mehr Mobs sie zerstören, umso stärker werden sie, verändern leicht ihr Aussehen und kriegen mehr HP und Damage und so ein Kram. Zwei kleine Häuser stehen hier auch noch. Geh weg, du Schaf. Ich weiß gar nicht, was du freilaufend hier machst. Aber ist auch egal. So, was war ich als letztes? Hier ist der Block. So, dann gehen wir hier in den Store. So, hallo. Schönen guten Tag. Bei diesem jungen Herrn, der ein bisschen aussieht wie Link. Nur ein ganz kleines bisschen. Kann man Fressen kaufen. Ja, okay, und Cookies und Melonen. Und diverse andere Kochzutaten. Goldene Äpfel kann man auch kaufen. Die kosten zwar viel, aber es ist mir im Moment auch egal, weil ich so viel Gold habe, dass ich quasi auf goldenen Äpfeln meinen Thron errichten könnte. So. Habe ich noch was vergessen? Das Bilderhaus hier, wo wir schon mal da sind. Eines der wichtigsten Häuser. Normalerweise steht der Junge mal am Eingang in einer Quelle rum. Ich habe ja noch genug Wood hier drin und wenn man hier die Priceless anschaut, sieht man hier, wie viel Wood und wie viel Cobblestone. Man kann es auch in der, lass mich nicht irren, in der Kingdom Props Mod bla Datei im Minecraft Ordner, beziehungsweise jetzt im Ordner, wo die Mod drin ist, also das Level, so, im Safe Ordner, kann man das einstellen, dass statt echtem Wood diese Wooden Planks quasi gebraucht werden. Einer der wichtigsten Leute in der ganzen Stadt, damit man nämlich dann das vernünftig auch bauen kann alles, ne? So, den Store habe ich. Das ist ein normales Haus.
Da hinten machen wir mal später, deswegen laufen wir erstmal mal hier lang. Weil es hier nämlich noch ein bisschen zu sehen gibt. Ihr seht doch meine Minimap. Minimap? Minimap. Minimap. Minimappe. Kann ich mich hier noch ein bisschen. Das ist auch sehr schön, diese Fensterläden. Sehr schön gemacht. Sehr schön gemacht. Wie man hier unschwer erkennt an den ganzen vielen Büchern, ist es ein Eisenwarenhandel. Nein, Quatsch. Natürlich jede Menge Bücher und. Oh, das war Bücher. Oh nein, die Bücherverbrennung. Ah! Bibliothek. Eine Bibliothek. Guten Tag, junger Mann. Hier kann man nämlich in der Librarität studieren. Dann wird man, glaube ich, Geld kriegt man abgezogen. Nein. Kriegt man nicht. Nein. Man kriegt Erfahrung. Man kann investieren in die Librari, damit die Wohner, weil die Bewohner, je mehr Häuser man hat, große und kleine Häuser zählen da gleichermaßen. Zwar anders, aber man bekommt Steuern. Steuern werden quasi jeden Minecraft-Tag fällig. Das heißt quasi, natürlich werden sie jeden Minecraft-Tag fällig. Und je mehr man in diese Bibliothek investiert hat, umso mehr Steuern kommen quasi rein. Und ich würde sagen, das lohnt sich, ne? Das lohnt sich. Das, was ich erklärt habe, steht auch gerade unter als Not. Und Research on Excalibur ist im Moment noch nicht drin, weil man hat ja die Excalibur-Test-Version. Jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck Kaffee. Mm. Ach. Hier ist das auch wunderschön gemacht, so eine Art Kronleuchter. So eine Art Glowstone-Kronleuchter. Wunderschön gemacht. Wunderschön gemacht. Respekt an den Mod-Ersteller. Respekto an den Mod-Ersteller. Dann hat man hier ein riesiges Gebäude. Die Bibliothek ist übrigens auch riesig und das sieht absolut richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig, richtig gut aus. Wenn ihr Gedankenanstöße, Denkanstöße braucht, ist sogar so ein Rohr da. Wenn ihr Denkanstöße braucht, wie euer Haus aussehen soll, ihr habt auf jeden Fall mehr als genug Inspiration. Und guckt euch einfach nur die Gebäude hier an von Tale of Kingdoms. Weil die sehen richtig schick aus. Das sind richtig, richtig schicke Gebäude. Müsste ich einfach sich mal welche mal nachbauen. Da benutzen wir hier den Treppenaufgang. Den Treppenaufgang und da rein. Da ist letztes Mal Minecraft abgestürzt, deswegen lasse ich das mal. Das ist nämlich hier die Mage Hall. In der Mage Hall kann man nämlich Magier rekrutieren. Und wenn man hier runter geht. Oh, was ist das hier? Oh. Der Magier Folterkeller, würde ich einfach mal sagen. Der Folterkeller. Tief, keine Ahnung, was das sein soll. Egal. Vielleicht kommt da später noch eine Funktion zu. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es einfach nur zur Belustigung da. Dann haben wir hier den Zuckerkräutergarten. Den könnte ich jetzt einfach sich mal ein bisschen abholzen. Warum schleiche ich eigentlich dabei? Egal. Hier mit auch mit Wasser, damit das Zeug wächst. So, ich bin euer König, deswegen gebt mal alle euren Zucker. Mehr Zucker. Mehr. So, ein bisschen Mikrofon graunzt. Dann, haben wir hier den praktischen, Garten, ne? Die Magier halten sich ja gerne mal ein bisschen Brot, ne? Einen natürlichen Brotzufluss. Ich wollte sagen Kräutergarten. Aber das sind ja gar keine Kräuter. Das ist ja, was ist das denn da? Oh, ein geheimer Notausstieg. Falls die Magier mal rausschleichen wollen. Falls die Magier sich rausschleichen wollen, um in der benachbarten Bibliothek in der Erwachsenenabteilung ein bisschen rumzustöbern. So, das hier ist auch ein normales Haus. Haha, hier gibt's nichts zu sehen und so weiter und so fort. Ja, ich gehe ja schon. Oh nein, jetzt habe ich dich ausgeschlossen. Du wirst niemals mehr reinkommen, bist draußen. Ja, aber nicht verhungern. Mampf. So. Was haben wir noch? Eier. Was haben wir noch? Genau, Eier. Eier brauchen wir noch. Nein, das Schwert nehme ich mal weg. So. Das habe ich kurz am Kopf gekratzt, deswegen bin ich ein bisschen schräg gelaufen. So, hier haben wir die Springbrunnen gesehen. Auch sehr schick. Sehr, sehr schick. Ich glaube, die nachzumachen ist auch nicht so die riesige Kunst. Aber halt, ich bin immer so ein Noob, wenn es hier heißt, mit Wasser irgendwelche Experimente zu machen. Ich überschwemme irgendwie immer alles. Hoch. So, denk mal, das sind einfach nur hier oben vier Wasserquellen draufgesetzt und verließ die Lauge. Aua! Wo war ich stehen geblieben? Genau. Dieses riesige Gebäude mit den riesigen Glasfenstern. Das ist wirklich groß. Und mit, lustigerweise, mit Nether Rock.
Netherrack. Das sieht eklig aus. Ich finde, das sieht aus wie gepresste Gedärme. Das hier ist die Kirche. In der Kirche kann man verschiedene Sachen machen. Oh, sie ist groß. Und die sieht gut aus. Großen sieht gut aus. Sieht ein bisschen komisch aus, weil das jetzt draußen Nacht wird. Normalerweise strahlt nämlich dann das Sonnenlicht voller Freude hier rein. Und, ja. Guten Tag, Herr Kleriker. Hier kann man nämlich eine Priestess quasi sich holen. Rejuvenate. Auf Deutsch ausgesprochen. Rejuvenate. Für Komplettheilung. Recruit a Priestess. Damit kann man Priesterinnen rekrutieren, die wie an die anderen Mobs wie Knights und Archers in der Gegend herumlaufen und einen heilen. Man heilt, ich glaube, die heilen auch einen selber. Auf jeden Fall heilen sie andere Mobs, also freundlich gesinnte Mobs. Mobs mit P. Mobs mit P. Nein, natürlich mit B. Die in der Gegend herumlaufen. So, Break the Bond. Da steht normalerweise ein Bund machen oder sowas. Mit diesem Bund wird man quasi mit einem heilenden Zauber belegt. Das heißt, wenn man stirbt, springt man nochmal in den Tod von der Schippe, wenn das in einem funktionierenden System, ich habe es bisher noch nicht ausprobiert, und erwacht an derselben Stelle nochmal neu zum Leben. Das heißt, es ist mehr oder weniger einmal umsonst wieder auferstehen, an derselben Stelle, damit man nicht zu seiner Leiche laufen muss. Dann haben wir hier nochmal ein Haus, ein kleines, so, und dann haben wir hier ein Grab, ich weiß nicht von wem, aber das interessiert mich auch nicht, Hauptsache da kommen keine Zombies raus. So, dann haben wir hier noch einen freien Platz. Also egal, wohin das geht, wohin das Ding führt. Ich glaube nämlich auch, das wird nämlich dann, wenn T4 dann kommt, dann irgendwann mal hoffentlich, wenn der Mod-Ersteller mal da weitermacht. Ansonsten baue ich da alles aus. Nein, Quatsch. Ich glaube, wir werden nicht so schöne Gebäude hinbekommen wie der Mod-Ersteller. Wenn der gute Mod-Ersteller mal hier was macht, wenn Notch bzw. Jeb, wie es jetzt ja ist, mal die API macht. Die API. Um das Ganze ein bisschen voranzutreiben. Dann sieht man hier außen, nämlich ein riesiges Kornfeld, wo kein Bett drin steht. Nein, hahaha, ein Bett im Kornfeld, hahaha, Dann sieht man hier auf jeden Fall Melonen und, wie heißen die Dinger? Kürbis? Kürbanten? Ich nenne sie immer Kürbis, ist die Mehrzahl Kürbanten. So, aua, so. Hier haben wir das Gasthaus. Das Gasthaus ist fast so wie in der Gilde. Ich habe keine Ahnung, wofür diese Schalter hier sind. Kann mir das ja mal schreiben. Schreib mir einfach irgendjemand, wozu diese Schalter sind. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Schreib mir das einfach irgendjemand. Das ist auch eine gute Idee hier. Also als Tresen-Counter. Das ist eine gute Idee. So, dann kann man mit den jungen Herren hier. Time flies when you rest. Natürlich, das ist ein Punkt zu viel. Dann kann man auch Rest in der Ruhm. Also quasi bis auf den Tag warten. Bis auf die Nacht warten. Und Exit. Ne? So, dann haben wir hier noch unten irgendwelche Gläser drin. Lass mich doch mal jetzt raus, ich bin euer König. Erkunden wir das Gasthaus ein wenig. Das Gasthaus in allen RPGs ist immer natürlich gerne gesehen. Oh, das sieht aber sehr schick aus. Das sieht aber sehr, sehr schick aus. Der sieht zwiespältig aus. Oh! Den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh! Moment. You win. Player rolled a double. Exit. Ein einäugiger Glücksspieler. Hoho! 50 Goldcoins to play. Roll the die. Was muss ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ach so, ich muss höher als der Dealer sein. Interessant. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Das ist geil. Ein bisschen Glücksspiel. Das war jetzt eine Überraschung für mich. Ha, wie gut, dass ich einen Rundgang gemacht habe. Sonst hätte ich ihn mir niemals gesehen. Die grüne Boden macht mich irgendwie ein bisschen bekloppt hier oben. Ne? Der macht mich ein bisschen bekloppt, der grüne Boden. Ich dann dreh ich durch. Nein. So, was haben wir hier? Splat. Ja, ein bisschen Aussicht auf die wunderschöne große Kirche, die fast so aussieht, hätte sie kein Dach, aber das sieht nur so aus, weil es Nacht ist. Warten wir auf den Tag, kann ich euch die Mechanik dann auch direkt mal demonstrieren. Wie komme ich jetzt wieder runter? Da. Moment, da war doch auch ein Abstieg.
Nein, es ist nur der. Sehr schick. Sehr tolle Idee. Das ist nach oben hin offen. Super Idee. Super Idee. Ich bin begeistert. Ich bin gewissermaßen begeistert. So. Typ, wo bist du? Typ, hallo. So. Rest. Pick up. So. Tada, schon am Tag. Na, das lasst mich doch mal jetzt hier raus. So. So, habe ich jetzt euch alles gezeigt oder nicht? Ich glaube schon. Ich glaube schon, und wenn ich auf das Öhrchen schaue, dann haben wir wieder 20 Minuten aufgenommen. Und 20 Minuten habe ich jetzt wieder mir den Mund fusselig gequatscht. Und, ja. Oh, ja, den Rohstoff-Eumel da draußen, den Resource Outpost, der jetzt im Moment, wo es nichts zu bauen gibt gerade. Oh, ich habe so eine Idee. Ich baue hier so ein Minecart hin. Oh ja, das ist die Idee. Ja, das ist die Idee. Ich baue eine Minecart hin mit. Das wird meine allererste Redstone-Sache, denn das Minecart soll ja auch von selber fahren. Hier baue ich ein Minecart hin. Oh ja, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Hahaha. Boah, da muss ich um die Kuh. Geil, das mache ich ja. Das mache ich. So, hier kann man Ressourcen collecten. Nämlich Wood und Stone. Und zwar das in rauen Massen. In wahnsinnig rauen Massen. Gucken wir uns das Ganze hier noch ein bisschen an. So ein bisschen steinbruchmäßig ist das hier unten aufgebaut. Da sind wir auch schon Minenarbeiter und Railway Stations und so. Denn diese Minenarbeiter kloppen für mich fleißig Stein zu Brei. Und das ist hier, wie man das hier in solchen Sachen unschwer kennt, ist das mitten in die Landschaft gespawnt. Und dann sieht das halt mal so aus. Da ist ein Wachturm. Ein Wachturm! Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Zeitschrift, die ich hier nicht näher bewandern will. Ah, ich wollte schon sagen. Es ist natürlich genau das Letzte. Genau der letzte Eingang, genau die letzte Hälfte, wo ich reingucke. So. Hier haben wir wieder auch wunderschön. Wunderschön. Ich frage mich, was mit der ganzen Map, mit dem ganzen Kram hier, was hier ist, passiert. Wenn man auf Minecraft 1.2 updatet, denn wie wir alle, oder zumindest die meisten wissen sollten, Minecraft 1.2 führt ein neues Map-Format ein, nämlich, ich glaube, Codename Anvil oder irgendwie sowas. Und damit, was haben wir denn hier? Oh, Wasser. Oh, Wasser. Hallo, Wasser. Und da hinten geht's mehr in die Landschaft rein. Ich glaube, ein Dschungelbiom oder sowas, glaube ich, werde ich vergeblich hier suchen, weil die Map schon so alt ist und ich schon so lange, so viel rumgeforscht bin. Das da oben, dieses komische rötlich durchzogene, ist übrigens ein abgebranntes Dorf. Wo man auch Dorfbewohner als Quest retten konnte. Tolle Musik. Ja. Das jedenfalls war ein kleiner Rundgang durch eine voll ausgebaute T3-Stadt. Wann T4 kommt, steht in den Sternen. Der Mod-Ersteller, das ist übrigens auch mein Loch in den Twilight Forest. So, wann jedoch der Mod-Ersteller, wann T4 kommt, steht noch in den Sternen, da der Mod-Ersteller gepostet hat. Er weiß selber noch nicht, wann T4 kommt. Entweder, wenn wir hier genug Eier in den Pool geschmissen haben, die nicht spawnen. Geht auch mal da zur Seite, Mensch. Jetzt lass den Onkel doch mal hier raus. Lass den Papa doch mal hier raus. So. Genau. Er wird die Arbeit daran wieder fortsetzen. Entweder wenn die API draußen ist oder wenn die Seite für gefunden hat. Mal schnell zu meinem Loch hier mal laufen. Zum Loch laufen. Ja, da unten sind euch Minenarbeiter noch verschüttet und so. Egal. Da würde ich sagen. Ich mache hier schon mal das Loch ein bisschen auffüllen. Denn wie ich ja gerade eben gesagt habe, mache ich dann hier ein kleines Bauprojekt hin, nämlich einen automatischen Minecart-Strecke. So eine Railroad. So, das müsste eigentlich. Ich müsste hier noch ein bisschen von der Seite hier abhauen. Abkloppen. So, machen wir einfach hier so ein bisschen. Das war jedenfalls ein kleiner Rundgang durch meine Stadt und Tale of Kingdoms eine sehr zu empfehlende Mod. Denn es macht schon Spaß. Es macht schon Spaß, Rohstoffe zu sammeln, seine Stadt aufzubauen und alles hier weiter auszubauen und Spaß zu haben. Und da sind wir sehr gespannt, wo diese Mod sich hier noch hinentwickelt. Ich bin mal sehr freudig, in freudiger Erwartung auf Dinge, die da kommen. Auf Dinge, die da kobbeln. Freue ich mich schon drauf. Also.
Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, das Backel geht in Minecraft spazieren und durch die voll ausgebaute Tale of Kingdoms Stadt. Ne? Also, ich verabschiede mich mit einem Blick auf mein Klumpencastle da hinten. Bis dahin, tschüss.